So sieht der Alltag eines Redakteurs bei ISA TV aus. Sonne, Palmen, Cocktails, weißer Sand und Blondinen im Bikini. Naja, vielleicht träumt so mancher Fernsehjournalist davon. Der Schein der tropischen Urlaubsatmosphäre trügt nämlich. Und Ton bitte. Und bitte. Fast 20 Techniker, Schauspieler, Statisten, Kameramänner und weitere Helfer drehten in den Räumen der ISA TV Redaktion den neuen TV-Spot für Sonnenklar TV. Also Sonnenklar TV ist natürlich Europas Reiseteleshopping-Sender Nummer 1. Wir verkaufen täglich Reisen, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Wir sind sozusagen das Reisebüro im Fernsehen. Das sind wir. Doch hier wird nicht einfach nur gedreht. Neben der Entwicklung einer Idee und eines Drehbuchs gab es eine ganze Reihe anderer Herausforderungen zu meistern. Hier steckt tatsächlich sehr, sehr großes Aufgebot dahinter und es beginnt eigentlich schon auf der Seite bei ISA TV, weil die Kollegen hier schon Sendungen vorproduziert haben, damit wir letztendlich das Büro hier besetzen dürfen. Heute Nacht wurde dann einiges an den Tischen schon weggebaut, das Urlaubsset wurde aufgebaut, so dass wir heute früh letztendlich dann noch circa 2 Stunden Licht vorbereitet haben und ein bisschen Kamera. Die Bemühungen der zahlreichen Vorbereitungstage lohnen sich. Es entsteht nicht nur ein TV-Spot, der den ganzen Januar über deutschlandweit zur Primetime auf RTL zu sehen ist. Die Kooperation mit Sonnenklar TV ist tiefgreifender. Das heißt, 2 Stunden am Tag wollen wir Sonnenklar TV am Nachmittag senden. Da sind wir gerade in der Genehmigungsphase mit unserer Genehmigungsbehörde, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Aber ich denke, das wird ab Januar dann realisiert werden, sodass die Zuschauer hier auch auf unserem Programm Reisen von Sonnenklar TV buchen können. Star des Sonnenklar-Sets, Ex-Dschungelcamp-Bewohner, Moderator der Sendung Der Preis ist heiß und jetzt Reiseexperte bei Sonnenklar TV, Harry Weinfort. Ein Werbespot drehen ist immer was ganz Besonderes. Da es ja eine der schwierigsten Geschichten ist, man muss innerhalb von 30 Sekunden eine richtige geschlossene Geschichte machen. Das ist aufwendiger als ein Spielfilm. Den Urlaub in die Arbeit bringen. Die Idee für den Werbespot stammt von der Münchnerin Vanessa Tietz. Die 20-Jährige wird dafür belohnt. Ja, ich habe eine Reise gewonnen, durfte ich mir selber aussuchen, das Reiseziel. Und ich habe mich für Rasch Al Khaimah entschieden, das ist bei Dubai. Eine Woche im All-Inclusive-Hotel, genau. Letztendlich ist jedoch alles rund um den Spot nur Show. Das Set wurde nach dem Dreh abgebaut und die ISA TV-Redakteure sitzen wieder an ihren grauen, tristen Schreibtischen. Doch wir und auch Sie wissen jetzt, wer raus will aus dem Arbeitsalltag, der kann das bald auch auf dem Sendeplatz von ISA TV tun.